Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich sehe richtig komisch aus, aber es ist mir egal. Und zwar geht es heute ums Thema Trense. Because we need eine neue Trense für den Flummi, Alfi, wie auch immer er heißt. Für den Clever Man. Und zwar werde ich jetzt mit euch zusammen eine Trense raussuchen. Ich sitze vorm Computer und ihr werdet das Ganze hier zu meiner rechten, ich glaube eure linke oder auch rechte, keine Ahnung, sehen. Und wir gucken jetzt mal zusammen, stöbern wir das Internet durch und gucken mal rein, was uns da so gefällt. Und ja, also ich hätte gerne eine schwarze Trense, eigentlich will ich eine braune, aber der Sattel ist schwarz. Also eine schwarze Trense, eine englisch oder eine kombinierte Trense. Eigentlich wollte ich eine mexikanische, aber ich fange erstmal langsam an. Und eine, die nicht so teuer ist, gerne so bis 120 Euro so, weil ich will mir erstmal eine billigere kaufen, weil ich später so wahrscheinlich sowieso alles auf braun umswitchen werde. Mein Sattel ist aber schwarz, mein Springsattel. Deswegen kommen wir jetzt nach einer guten, günstigen, schwarzen Trense. Und es muss ja nicht immer alles teuer sein, ja? Und ich mache es jetzt nicht, um Geld zu sparen, sondern wirklich, um nicht zweimal eine teure zu kaufen. Und es würde super ausreichen, wenn ich mit der Trense so ein Jahr überbrücken kann. Wir fangen als allererstes an mit Krämer. Da habt ihr mir tausende geschickt, die ich mir mal angucken soll. Ich habe hier jetzt auch schon mal so ein bisschen durchgeguckt bei Krämer. Und da ist auch das eine oder andere dabei, was ich eigentlich ganz cool finde. Zum Beispiel, wo haben wir es denn? Hier diesen Zaun Elbury 2 Competition für 80 Euro. Ich finde, der sieht richtig schön aus. Und der hat vor allem oben so ein richtig breites Genickstück. Finde ich ganz cool. Ja, Stirnriemen sieht halt aus wie shit, but ja. Das Einzige, was ich daran nicht so cool finde, ist, dass es halt wie so ein Micklim aufgebaut ist. Ich habe nichts gegen Micklims, aber das halt jetzt nicht das, was ich holen wollte. Und da kannst du den Sperrriemen halt nicht rausmachen, weil der halt quasi so eingebaut ist. Ja, also es ist noch nicht so das Wahre. Ich scroll hier jetzt mal durch. Ich kenne ja die Trensen von Krämer. Da sind 1, 2, 3 gute, die ich so ganz cool finde. Aber irgendwie noch nicht so das, wo es meinen Funken überspringen lässt. Zum Beispiel hier der Zaun Marley. Finde ich richtig cool. Der hat auch so ein breites Genickstück. Hier kann man Sperrriemen sogar auch rausnehmen. Der hat einen relativ schönen Stirnriemen. Und ja, den glaube ich speichere ich mir mal für 80 Euro. Machen wir weiter mit einer anderen Seite, die mir auch viele vorgeschlagen haben. Und zwar My Unicorn. Die finde ich auch richtig schön. Und da gibt es auch richtig schöne Trensen. Aber ich sehe hier schon, die sind ein bisschen teurer, völlig okay für Trensen. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz in meinem Preis drin. Obwohl, hier sind auch welche. Oh ne, das ist der Stirn oder Stirnriemen. Habe ich mich gerade ein bisschen zu früh gefreut. Irgendwas ist komisch heute. Hier, diese Trensen. Boah, ich hatte mir mal diese Trense Ravienna Lackleder weiß unterlegt mit Wunschstirnriemen angeguckt und ich finde die so schön. Ich hätte die so gerne in braun, aber wir können nicht braun. Das können wir schon, aber ich hasse das, wenn das so Mix and Match ist. Ja, also die ist richtig schön, aber die kostet halt 184,90 Euro. Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen wegrutschen. Also, ach Leute, das macht ein Mental Breakdown. Ein Mental Breakdown hier. Ja, ich will jetzt auch nicht so ein dummes Video machen, aber eigentlich ist es, glaube ich, ist das spannend für euch. Ich weiß es nicht. Hier sehe ich gerade eine Trense, die mir vorgeschlagen wird von Decathlon. Ich habe irgendwie richtig komisches Vorurteil gegen Decathlon. Weil mir mal früher meine Mutter gesagt hat, die mag die Qualität da nicht. Und seitdem bin ich der Meinung, Decathlon ist nicht so cool. Aber hier zum Beispiel ist eine richtig schöne Trense, die heißt Trense 580 Glossy Pferd Braun. Richtig krasser Name. Die gibt es aber auch in schwarz.
Und die finde ich richtig nice. Die finde ich echt richtig schön. Richtig cool. Da hat mir auch der ein oder andere geschrieben, soll ich mal nachlunzen, aber ich wollte eigentlich gar nicht bei Decathlon gucken. Aber die, Alter, die kostet 45,99 Euro. Jetzt kommen wieder die Leute. Ich verstehe nicht, warum man sich ein zweites Pferd kauft und dann aber so wenig Geld für eine Trense ausgibt, Leute. Ich habe euch gesagt, wofür die Trense ist. Und ey, ich finde die irgendwie richtig hübsch. Die hat auch oben so einen verstärkten und unterlegten und anatomisch geformten Genick, Genickpolster, Genickriemen. Dann kannst du unten den Speerriemen rausnehmen. Und soweit ich das sehe, kann man auch die Schlaufe entfernen. Was ich cool finde. Wenn nicht, wäre es aber auch nicht so schlimm. Dann richtig cool finde ich auch an der Seite der, wie heißt er denn nochmal, der Kehlriemen. Der Kehlriemen mit so einem Haken finde ich auch richtig cool. Und auf der anderen Seite kannst du dann halt die Größe einstellen. Richtig fresh. Ja, der Stirnriemen. Entschuldigung. Der Stirnriemen ist halt nothing special. Ist halt so Lack. Der sieht halt genauso aus wie der Nasenriemen. Aber das finde ich eigentlich richtig cool, dass da so ein Lack unterlegt ist. Und für 45,90 Euro? Ist schon ein Schnäppchen, oder? Ich mach's mal ganz provisorisch zum Warenkorb. Und wir nehmen mal Vollblut. Ja, ich gucke jetzt aber nochmal bei Lösdau. Lösdau Trensen. Ha. Wird mir wohl schon direkt vorgeschlagen. Das ist ein Zeichen. Ja, was haben wir hier? Irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber mich sprechen die Bilder gar nicht an. Und wenn die Bilder mich nicht ansprechen, dann. Hier ist viel Western dabei. Was ich jetzt nicht schlecht finde, ne? Ich habe nichts gegen Western. Leute, warum gehe ich so viel? Entschuldigung, das ist voll unhöflich. Ich glaube, es liegt am Computer. Nee, also löst das auch schon mal raus. Dann können wir nochmal bei Kiva gucken. Immer so teurer, weil die ja nur diese ausgewählten Marken haben. Ja, die haben halt nur Kiefer, Cavalcade. Cavalcade ist ja eigentlich recht günstig. Aber auch die sprechen. Warum spricht mich die günstigste bis jetzt an? Und ich schwöre auf mein Leben, es hat nichts mit dem Preis zu tun. Klar, der pusht einen nochmal so ein bisschen. Aber ich glaube, ich würde die Trense auch kaufen, wenn sie das Doppelte kosten würde. Dann würde sie immer noch nur 80 Euro kosten. Ja, keine Ahnung. Ich habe bei Krämer noch eine gesehen, die ich ganz nice fand. Aber die war halt so komplett matt. Und ich weiß nicht, dann passt es nie. Bing. Dann passt es mit dem Stirnriemen nicht so, weil ich will ja eigentlich einen Magic Clark Stirnriemen. Aber das überlege ich mir nochmal, weil es ist ja auch viel Geld. Ja. Ich glaube, ich bestelle die von Decathlon. Aber dann brauchen wir noch Zügel. 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 Nichts zum Angeln. Hallo. Zügel fürs Pferdil. Nee, die nicht. Ey, safe, das passt hier alles gar nicht mit diesem Splitscreen, weil ich mich die ganze Zeit so vorlehne. Oh Mann. Ja, ich nehme jetzt noch hier diese Gummizügel, weil meine Trainerin meinte, die sind ganz nice, weil Suli mir mal die Zügel klaut. Und ich gehe jetzt einfach mal vor, er macht das jetzt auch. Dann tun wir die auch zum Warenkorb hinzu. Jetzt habe ich die Trense für 45,90 und die Zügel für 17,90 und da werde ich noch ein Gebiss suchen und ja, that's it. Ich glaube, das Video war jetzt nicht so spannend.
Aber vielleicht hat es ja dem einen oder anderen Spaß gemacht. Ihr werdet dann auf jeden Fall im nächsten Video sehen, wie die Sachen angekommen sind. Wahrscheinlich habe ich dann auch noch ein Gewiss bestellt. Ich habe euch ganz so lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Macht mal eine Blume in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und ja, es kommen auf jeden Fall noch coole Videos, Vlogs, Crema Hauls und sowas. Ich habe euch ganz so lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt uns auf TikTok.